Hey Freunde, willkommen zurück. Ihr seid bestimmt schon ganz gespannt auf den heutigen Bosskampf. Oh ja, das Finale ohne Good Ending soll heute starten. Doch zuvor muss ich noch Gecko suchen. Ja, das mache ich alleine, offscreen. Ganz schnell Gecko suchen, damit ich alle Einträge der Leibwächter habe, die ich dann auch noch vorlesen möchte. Und dann schnappen wir uns aber den Boss, Leute. Okay, gut. Drückt mir die Daumen. Ich gehe Gecko suchen. Muss aber vorher noch Shenlong loswerden. Ich glaube, das mache ich einfach, indem ich versuche, einen Saloon zu betreten und dann haut der schon ab. Alles klar. Gecko, wo bist du? Ah, da bist du. Na endlich, ich hab Gecko gefunden, Leute, hier am Todesberg. Eieiei, komm raus, Mann. Na endlich, hat das lange gedauert, Leute. Ha, du bist es, ha. Au je, Gecko. Du sollst wissen, was meine Techniker fertig ist da. Alles klar, der letzte Leibwächter, er gibt sich mit 10.000 Rubinen, naja, zufrieden. Okay, was soll's, du. Ja, na dann, hey, warum nicht, du machst es einem Baroch nicht leichter. Dankeschön. So, ich habe immer noch über 400.000 den freien Leibwächter Gecko engagiert. Guckt ihn euch an, guckt ihn euch an. Ist das geil, wie der aussieht. Und sein Bild und richtig schnell. So, dann machen wir mal einen kleinen Testkampf am besten, weil der so viele Geräusche macht. Komm mal hier. Oh mein Gott, nochmal. Alles klar, ich glaube, wir wissen alle Bescheid, oder? Sehr gut, Leute, dann lasst uns zurückkehren, denn der Boss wartet halt. Aber ich möchte halt erst noch alle Einträge vorlesen, jetzt wo wir wirklich alle haben. Super nice. So, also, zack. Infos. Die Leibwächter. 30 Stück gibt es und wir müssten alle haben. So, Nase putzen. Zu. Dritte Generation der Rotznasenfamilie. Neuling im Leibwächtergeschäft. Macht seinen Chef oft Ärger. Okay. Dann nehmen wir das gefürchtete Kind. Winzo. Frechdachs. Nimmt Erwachsene nicht voll. Ist aber auch in den unteren Chargen eines Geheimbundes. Oh. Und der Liebling der Schule, Primobello. Wachhundschule, Versuchshund. Primobello hat alle Übungen bestanden. Der Stolz des Trainers. Alles klar? Ein zielloser Mensch, Petulan. Hat sogar vergessen, wo sein Zirkuszelt steht. Irrt auch heute wieder zerstreut umher. Okay. Geliebter, das Kurzschwert von Soma. Temperamentvolle, dominante Frau. Als ihr Freund sie verlässt, filettiert sie ihn und flieht aus ihrer Heimat. Boah. Alles klar, übel. Der Firmenneuling Mike. Einer der unzähligen Auswahltests bestanden hat. Unangemeldete Besuche sind seine Spezialität. Hier sieht man richtig schön die immer jedes Parameterchen. Energie, Kraft und Abwehr, richtig cool, die werden halt immer stärker. Der Musikkorpsangehöriger. Schauen, okay. Nur ein Trommler, der auf seine schiere Körpergröße vertrauend Leibwächter wurde. Leicht ablenkbar, lockerer Typ. Und sein Bild dazu. Alles klar. Voll in Schwung. Bosken. Schlägt mit seiner Keule auf alles ein, was sich bewegt. Träumt von 40%iger Butter. Was? Wieso träumt denn von 40%iger Butter? Leute, macht ihr das auch? Oder wovon träumt ihr? Der Kinderfreund und Retter Muckis. Opportunist aus der Heldenriege. Seine simplen Witze kommen gut bei Kindern an. Leider sind seine Chefs Erwachsene. Was soll das denn heißen? Egal. Die Sprüche, ey. Ein alter Mann. Tompei. Alter Kämpfer hat den Rotznasenstil entwickelt. Geht auf die 60 zu. Beinarbeit ist schon ziemlich schwach geworden. Ja, diese Trottel. Drei Käsehochgang. Shido. Kindergartenkind. Zählt aber schon zur Elite einer Geheimorganisation. Kein einfacher Untergebener. Chef einer Meute. Hamyam. Das zweite Tier, das es aus der Wachhundschule zum Leibwächter gebracht hat. Und hier sieht auch fast genauso aus. Ganz toll. Nachdenklicher Trottel. Scarpa. Das Bild. Sieht so nachdenklich aus, ist tatsächlich aber kein großer Denker. Ein Period, ein Clown. Okay. Oh Mann, kicksüchtige Braut Victoria. Sucht Abwechslung von ihrem eintönigen Leben Tag ein, Tag aus. Hat ihren Verdienst immer im Blick. Ja, so wie ich auch. Verdienste immer im Blick behalten ist sehr gut als YouTuber, kein Problem. Geschäftsmann für Eis. Johnny. Ein cooler Typ, den so schnell nichts umwirft. Für Rubine tut er alles. Walzt über die Feinde, Arnes. Mäht die Feinde mit seinen Trommelstöcken einen nach dem anderen um. Das schmerzt mehr, als man glaubt. Wie stark die schon sind. Der coole Schläger, Degago. Trotz seines großen Körpers schlägt er mit ausgeklügelter Technik jeden Angriff zurück. Und er liebt Eiweiß vom Ei, Steroide.
Narzisst, der die Heldenrieche verlassen hat, nimmt stets hochwertiges Eiweiß zu sich. Lieblingsort vor dem Spiegel. Mhm. Alles klar. Sonntag heißt Kopfwaschen. Domingos. Zweite Generation der Rotznasen des Rotznasen-Stils. Sonniger Charakter mit gelegentlichen Tagträumen während des Kampfes. Ist also dumm, teuflisch gut. Dante. Kindergartenkind. Ist aber auch der Führer einer Geheimorganisation. Geschätzt wegen seiner unglaublichen Kraft. Ich find's ja auch so schön, dass die halt alle so ein bisschen, man liest ja so ein bisschen raus, dass die schon alle zueinander gehören. Hier, die ganzen Kinder sind in der Geheimorganisation unterteilt und die Hunde gehören zusammen und das alles ist schon alles cool. So, mit Stammbaum. Dongix. Das Geschäft mit Hamham läuft gut. So schickt dessen Halter einen weiteren gefährlichen Hund. Kann sogar sprechen. Ah, die Hunde hören also alle zum selben Halter, oder wie? Ja, ist okay. Dongix, ey. Absolut unfähig. So krasste. Was er auch anfängt, es geht daneben. Als Hans Wurst ein Naturtalent. Sehr beliebt. Nimmt alles locker. Alter, als Hans Wurst ein Naturtalent sei, das ist doch auch so ein Ziel im Leben, oder? Macht die Schlachtdiät. Starter. Hat in ihrer Zeit als Model eine herbe Kampfdiät entwickelt. Arbeitet konsequent an ihrer Buchveröffentlichung. Diese Infos, die sind irgendwie alle so random. So, Alter, boah, aus der Großindustrie, Schmidtchen. Ein Elite-Leibwächter, der sich mit einem einzigen Schwert aus jeder Lage befreit. Teuer, leistet aber verlässliche Arbeit. Das ist aber die Trommelmaschine, Roland, der viel zu nah an der Kamera dran ist. Durch die Trommelei hat er verdammt kräftige Arme. Wo er hinschlägt, wächst kein Gras mehr. Sagenhafter Schläger, Arizona. Schlägt mit seiner erstaunlichen Kraft jeglichen Angriff bis hinter den Horizont zurück. Alter, guck mal, wie krass die schon ihre Stats sind, so übel. Jetzt haben wir hier den letzten, den stärksten. Kriegt was ab davon. Energy. Ja, habt ihr ihm auch erzählt, der heißt Energy, alles klar. Soll eine Energie Tropfen der Liebe ausströmen. Niemand weiß, ob das stimmt und was das für eine Energie ist. Aber hier, guck mal, hier Arizona und Energ sind gleich stark, obwohl Energy ein bisschen teuer ist. Der ist teurer, ne? Aber okay, und jetzt kommen noch die freien Leibwächter. Hüftfall verwendbar. Spektet. Verfolgt seinen Mitschüler, der sich selbstständig gemacht hat. Wird dabei stärker, aber auch geldgieriger. Bald macht er einen YouTube-Channel auf. So. Guck mal hier, er ist fast voll. Nur Abwehr, ja. Und dann haben wir jetzt hier, lebt im verborgenen Gecko. Hat sich als freier Leibwächter selbstständig gemacht. Seine Fähigkeiten sind überdurchschnittlich. Und jetzt hier, nicht fühlen, nicht denken, fühlen. Shenlong. Er hat alles voll. Wie Gecko schlägt er sich als freier Leibwächter durch. In Kampfkraft macht ihm keiner was vor. So Leute, das waren sie. Alle 30 Leibwächter, sehr, sehr schön. Wir haben alle Rezepte, wir haben alle Leibwächter. Wir müssten auch alle Gespräche haben. Ich habe jetzt zwar nicht alle Rezepte gemacht, wie gesagt, weil es nicht nötig ist. Ja, es ist nicht nötig. Ich Hauptsache, wir haben alle Gespräche, müssen wir auch... Eigentlich müssten wir alle haben, da gibt es jetzt keinen Counter, der sowas zählt. Keine Ahnung. Hier die ganzen Personen und so weiter. Oh Gott. Naja, okay, gut, Leute. Ich werde nochmal speichern. Weil es könnte durchaus sein, dass beim Bossfight was schief geht oder so. Man weiß ja nie, aber ich will nicht nochmal Gecko suchen müssen. Hallo, Schatz. Willst du irgendwas von mir? Ja. Schwabdu. Erstmal Schwabdu, Alter. So, okay. Gespeichert. Alles klar. Wir machen weiter. Leute, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ach, übrigens, bei Spektet. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Spektet ist tatsächlich der am einfachsten zu findende freie Leibwächter. Denn betretet ihr den Quadrat eines Gebietes, wo er ist. Ihr wisst ja die Gebiete. Wartet mal. Ihr wisst ja, dass unten rechts die Gebiete sind ja in kleine Quadrate eingeteilt, ne? Und betretet ihr ein Quadrat, wo er ist, macht er auf sich aufmerksam. Denn man hört ihn, dann kommt eine Textbox. Ja, also er ist noch am einfachsten zu finden. Aber egal, das nur am Rande. Falls ihr, ne, Freileibwächter Spektet, sollte am einfachsten sein. So, jetzt reicht's aber, Leute. Boss-Time. Ich muss zum Boss. Ich habe ein bisschen Angst. So, aber es ist nur der erste Kampf, ne? Es ist nur das erste Finale, denn wir haben noch nicht das richtige Ende, ne? So. Oh, legen wir los. Jetzt geht's richtig ab! Wow! Was zum... Wie bitte? Ja, genau. Oh mein Gott.
dass du es bisher geschafft hast. Und Leute, ich sag nochmal, ne, wundert euch nicht, das Bildformat wird sich gleich ändern. Es wird sich gleich nochmal ändern, weil ich muss... Oh mein Gott! Er geht richtig ab. Ich muss nämlich gleich, während der Kampf läuft, muss ich das Bildformat nochmal ändern, dass ein Abstand zwischen den Bildschirmen herrscht. Ich habe euch das ja erklärt. Ich habe es ja schon öfter erklärt, es geht nicht anders, sonst würde es sehr, sehr doof aussehen. Alles klar, Leute? Seid bereit! Genau wie der Rubin-Opa! Ah, so war das! Der Meister-Rubin hat dich also geführt! Bis zum Mond. Ich sage dir, Rubine sind an sich weder gut noch schlecht. Rubine glänzen immer, egal ob du sie durch gute oder schlechte Taten erworben hast. Ach, jetzt kommst du mir mit so einem Spruch von wegen Geld stinkt nicht oder was? Ist das dein Ernst? Rubine sind das Symbol des Starken. Ey, hast du eine Ahnung, wie viele Rubine du insgesamt in den Turm geworfen hast? Boah, fast eine 500.000 habe ich reingesmashed. Oh, und die bekomme ich noch gut geschrieben. Ich bekomme sie zurück. Wahnsinn, zusammen mit dem, was du noch bei dir hast, sind das über 900.000 Rubine. Fast 1.000.000. Übel. Mit so vielen Rubinen wird das ganze Rubinland mir gehören. Dank dir ist der Turm gewachsen und ich musste keinen Finger rühren. Tja, na dann. Her mit diesen Rubinen. Als ob, du Lappen. Ist das dein Ernst? Als ob ich dir jetzt Rubine gebe. Du kriegst genau 0 von mir, du Penner. Du hast uns die ganze Zeit verarscht. 0. Du willst mir also keinen müden Rubin geben? Nö. Du schaust ja recht kampfeslustig rein. Kein Vergleich zu dem... zu früher, als du nur zu Hause herumgehangen hast. Mutig bist du ja. Wenn das so ist, dann geht es jetzt um die Wurst. Stirb! Letzter Boss, Rubin G! Oh shit! Marcel, hörst du mich? Ja? Ich bin's, die Oberelfe. Und Leute, ja, also glaubt mir, der Kampf, so wie ihr ihn jetzt seht, so ist er halt gewollt. Ich hab's euch ja erwähnt, es ist wirklich... Da haben die Entwickler irgendwie sehr unkonsequent gearbeitet. Mal sollen die Bildschirme aneinander liegen und mal soll halt ein Abstand dazwischen sein. Ihr werdet es gleich sehen während des Kampfes, dass es halt so mehr Sinn macht, ja? Also nicht wundern. Oberelfe, was soll ich machen? Mit der Kraft deiner gehorteten Rubine musst du Rubin G besiegen. Aber er hat ein goldenes Sofa. Die Rubine fliegen in die Richtung, wo du mit dem Bildschirm berührst. Oha, okay. Alles Gute. Leute, es kann sein, ich werde mich eventuell konzentrieren müssen. Weil das ist echt übel. Man muss seine eigene Lebensenergie befeuern und man kriegt übelst viel Damage, wenn man getroffen wird. Okay, Leute, let's go! Und er greift mit allem an, was er hat, Alter. Er greift einfach mit allem an. Ich muss hier immer alles abblocken, oh Gott. So, Gott, die Leibwächter, oh, oh, oh. So, wow, wow, wow. Immer schön alles abblocken. Und, oh Gott. Verschwamm, oh Gott. So, oh, oh, die Hälfte ist schon down, Leute, die Hälfte ist down. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Verschwamm! Kommt er mit seinem Essen da an, Alter? Wow! Okay, gut. Nicht noch mehr Essen. Verschwamm! Wow. Aua. Das tat weh. Die olle Katze, Mann. Und sagt Tschüss, du Lappen. Oh Gott. Oh Gott, gleich ist er down. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Und Tschüss. War's doch nicht etwa, oder? Oh mein Gott! Aufbau Nahrungsopa Rubin Sie! Ach du meine Güte! Oh 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 oh!
Oh Gott, ey, das ist so übel. Man muss alles abblocken. Oh Gott, oh Gott. Hilfe! Okay, es geht aber. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Was hat der vor? Was hat der vor? Wow! Wow, 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 wow! Dieser Trottel. Oh Gott, ey. Eigentlich ihn jetzt hier abzuballern, bringt tatsächlich nicht viel. Oh Gott. Man muss eigentlich nur auf seine großen Schüsse warten, die man dann abblockt. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Was jetzt? Oh Gott, nicht in die Mitte. Oh. Schön draufhalten, draufhalten, draufhalten. Oh Gott. Oh, draufhalten. Mein ganzes Geld. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Okay, alles klar. Er macht es wieder. Oh. Hier, Mann. So. Alter, wie er ausrastet. Wie er aussieht. Okay, wow. Oh Gott, es geht sogar leicht schräg. Ach du meine Güte. So. Raufhalten, raufhalten. Na. Oh, er hat mich getroffen. Oh, wow, wow. Ah. Oh Gott. Oh, mein Geld. Wow, nach oben. Okay. Ah. Mein ganzes Cash, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, okay, jetzt Achtung! Ein letztes Mal die Supernova zurücklenken! Ja! Rubin. Oh mein Gott. Letzte Phase, Leute. Letzte Phase. Und die ist auch am einfachsten. Man muss nämlich nur darauf achten, wo sein Bart hinzuckt. Ja, warum achte ich nicht drauf? Wie dumm. Achtung. Halt, nein, rechts, 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 rechts. Wo er als letztes hinzuckt. Da greift er dann an. Links. Ja. Ich hab ihn gleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, kommt erstmal von die Mitte. Rechts. Oh Gott, ich bin so ein Trottel. Okay, gut. Rechts. Ja, rechts. Okay. Bam! So, okay, er kommt wieder nach oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achtung. Yeah! Richtig reinballern, Alter. Links. Ja. Der kann dann auch versuchen zu verarschen, indem er doppelt zuckt. Ja, jetzt zum Beispiel. Oh, ist das fies. Okay. Oh Gott. Oh. Yeah. Er ist schon rot, Leute. Okay, er zuckt nach rechts. Er zuckt nach rechts. Nicht verarschen lassen. So. Okay. Er zuckt nach links. Alter, ist der schnell. Okay, gut. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. So, rechts. Ja, ja, rechts, verarsch mich nicht. Ja, ja, rechts. Und... Sag Tschüss, Mann! Hallo, Tingel. Ich bin's. Pingel. Pingel? Gratuliere, Tingel. Ich habe immer daran geglaubt, dass du es schaffst. Die Welt ist befriedet. Die Welt ist befriedet und die Oberelfe und ihre Freunde freuen sich sehr. Aber etwas traurig bin ich auch. Naja, weil wir uns dann nicht mehr sehen. Eigentlich schön, dass wir in unserem normalen Leben in unser normales Leben zurückkehren können. Dann werde ich mal diese Übertragung abschalten. Ja, aber Pingel. Ich wäre dir gerne wenigstens einmal etwas näher gekommen. Pingel, mach's gut, Tingel. Musik.
Es regnet Cash! Es regnet Rubine und die Erwachsenen sind völlig verrückt geworden, Mann. Da hast du recht. Da-dam-bam. Ah, so möchte ich aber nicht werden. Auf keinen Fall. Genau. Wie Tingel abgeht, Mann, wie alle abgehen. Das ist ja wie in einem Rubinparadies hier. Hä? Alle haben sie so seltsame Gesichter. Ich hab Angst. Die besessen von irgendwas sehen die aus. Ja, die Erwachsenen, der ist natürlich übelst am Geld schreien. Und ja, tatsächlich, Leute, haben wir quasi nichts bewirkt. Denn halt, ja, Rubin-Opa ist noch da. Weil halt noch genug Leute da sind, die den Rubinen zu leicht und schnell verfallen. Ne? Also weiß ja genau, alles klar, ich lehne mich einfach zurück und weiß, ich komme irgendwann wieder, ja. Das, Leute, war das normale Ending. Also das würde ich, also ich würde es als normal Ending bezeichnen. Es regnet einfach Rubine. Es gibt halt einfach Cash. Ganz viel Cash, ja. Ich weiß auch nicht warum. Aber das war's, Leute. Noch nicht ganz. Wir machen natürlich noch im nächsten Part das Good Ending und werden den Boss dann nochmal besiegen, weil er lässt sich dann noch ein bisschen anders bekämpfen. Und dann haben wir das gute Ende. Ja, wobei es auch ein bisschen komisch ist, das gute Ende zu nennen, aber werdet ihr ja sehen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ein Fazit machen soll. Ich weiß es nicht. Also guck mal, hier sieht man wieder richtig schön, dass die Bilder nah beieinander gelegt genau Sinn machen. Hier muss es einfach so sein. Aber wo, darf ich nochmal daran erinnern, dass die Credits nur kommen, wenn man die sich kauft? Egal. Ach ja, also das ist ein sehr komisches Ende und Pingel ist sehr traurig gewesen. Hat das eventuell was mit dem Good Ending zu tun? Werden wir sehen, Leute, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden und zwar bis zum nächsten Part. Das Spiel wird jetzt auch leider, was heißt leider, ist natürlich okay, das Spiel wird jetzt halt nicht gespeichert, ja. Deswegen fangen wir einfach so an, als ob wir ihn nicht besiegt hätten. Und im nächsten Part werde ich erstmal alle Rubin-Items vorlesen. Die haben ja auch alle noch einen schönen lustigen Text und so, ähnlich wie die Leibwächter. Wird alles vorgelesen. Und dann gehen wir zu dieser entsiegelten Tür, die wir gesehen haben. Und da schauen wir doch mal, was dahinter sich verbirgt und wie das uns irgendwie den Boss anders machen soll und wie das zum guten Ending führen wird. Na, ne? Da werden dann alle letzten Fragen geklärt. Aber schreibt mir, also wie gesagt, es ist noch nicht vorbei, es kommt noch ein Part, aber schreibt mir sehr gerne, was habt ihr von dem Spiel gehalten? Ich glaube, ich werde mein Fazit erst machen, wenn das zweite Mal die Credits kommen, werde ich mein Fazit erst erzählen. Und soweit bin ich aber sehr zufrieden, dass es ein sehr, sehr ausführliches und sehr umfangreiches Let's Play war. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich euch gezeigt habe, dass sie wirklich alles gemacht haben. Ende? Fragezeichen? Ne? Es ist wirklich fragwürdig, ob das Ende war. So, all rights including the copyright of games, scenario, music and program reserved by Nintendo. Ja, ach, das weiß ich doch. So, passiert noch irgendwas? Jupp, ich klicke rauf. Und das Spiel beginnt einfach wieder. Und ihr seht, ja, es ist genau da, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Mit dem Geld, was ich von Gecko habe. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal dann das gute Finale, das gute Ende und dann auch das finale Ende von diesem Let's Play. Bisschen traurig ist es ja schon, ne? Bis dann. Ciao!